Wohin steuert Boris Pistorius? An Weihnachten kennt ihn noch kaum jemand. Im Januar ersetzt er Christine Lambrecht als Verteidigungsminister und bereits im Februar ist er laut ZDF-Politbarometer der beliebteste Politiker Deutschlands. Er steigt von 0 auf 1 in die Top 10 ein. Ein Aufstieg mit Seltenheitswert. Seit Februar behauptet Pistorius seine Position. Schon kurz nach seinem Amtsbeginn trauen ihm 2/3 der Befragten zu, dass er seine Sache gut machen wird. Und Pistorius macht. Er tauscht Personal aus, er beschleunigt Beschaffungen, lässt hunderte Deutsche aus dem Sudan ausfliegen. Im Mai finden 71%, Pistorius mache seine Sache gut. Er zeigt Präsenz, spricht Probleme an, tritt tatkräftig auf und mit geeignetem Schuhwerk. Ob ihm die Schuhe eines Kanzlers auch passen? Immerhin jeder 3. Befragte traut Pistorius das Kanzleramt zu. Die Frage ist, was denkt ihr?